So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Ramses ist der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Diese Folge wird nämlich ganz schnell und fix hingerotzt. Wir befinden uns nämlich immer noch in der Alola Jahreszeit bei Pokémon Go. Und das ist ja alles irgendwie angelehnt an Hawaii, an die hawaiianischen Staaten, an die Inseln, an alles. Jetzt macht der Yannick ein Gewinnspiel, wo sie eine Reise nach Hawaii verlosen. Es gibt ein regionales Pokémon auf Hawaii, das Kurelei, das wohnt auf Hawaii, das verlosen wir. Am Dienstag kam da so ein Video dazu raus. Da könnt ihr noch mitmachen. Auflösung ist am Montag. Und jetzt habe ich gedacht, was passt denn? Teste doch endlich mal diese Hawaii-Chips. Die hat nämlich die Bierschanga mitgebracht, als sie da war. Irgendwie haben wir die aber nicht gegessen. Da steht drauf, wo Kran-Chips ist, ist Party. So schmeckt Aloha Party, ne? Ist das nicht genial, dass das komplett zum Thema passt? Ich weiß nicht, ob ihr diese Sorte kennt. Hier steht auch nochmal Limited Edition Pokeball. Pokeball, was sagt mir das? Der Pokeball und die Pokeschüssel. Also irgendwie hängt das doch alles zusammen, dass das ausgerechnet jetzt rauskommt. Die Tüte sieht auf jeden Fall fetzig aus. Mit diesem hellen Blau da drauf. Mit dieser rosanen Hintergrund-Dings. Finde ich interessant. Hier steht auch Hawaii-Style. Fruchtig, pikanter Geschmack. Und hier ist so eine Schüssel mit viel Rumgekleckse. Ich habe keine Ahnung, nach was das schmecken soll. Das Einzige, was ich mit Hawaii in Verbindung bringe, ist irgendwie Ananas und Schinken. Schmeckt das jetzt wie Hawaii-Toast? Eine süßliche Ananasnote vielleicht. Wir gucken mal, was der Adi dazu sagt. Adi, möchten Sie mal probieren? Adi, was sagst du? Komm, du greifst sonst überall rein. Der Adi steckt seinen Kopf rein, aber keine Hand, oder? Doch, die Hand. Adi, Hand. Adi, du darfst. Komm, einmal darfst du. Okay, so. Der Adi nimmt einen mit. Der Adi probiert jetzt auch und wir probieren auch. Wir nehmen uns einen raus. Da sind lauter grüne Punkte drauf. Das sieht interessant aus, aber schmeckt das auch? Es riecht irgendwie wie diese Salt und Wingea Chips, also Salz und Essig, weil die dann halt so eine Essignote haben am Geruch. Vielleicht ist das auch wie Sweet Chili, nur halt anders. Ich beiß jetzt einfach mal rein. Oha. Das ist aber ganz besonders. Sowas habe ich noch nie erlebt. Diese Essignote bleibt aus, komplett falsch. Das hat eher irgendwie so eine Sauerrahm-Creme Fraiche-Note mit einer Süße. An irgendwas erinnert mich dieser Geschmack. Ich glaube, wenn du beim Abo immer Rahmschnitzel bestellst, oder Hawaii-Schnitzel, vielleicht ist das sogar beim Hawaii-Schnitzel, da haben die so eine komische Soße dabei, so eine braune. Ja, auch so ein bisschen sahnig ist wahrscheinlich. So eine Rahmsoße. Nur, dass sie dann die Ananas noch da auf das Schnitzel legen. Ich glaube, das vermischt sich irgendwie. Der Adi sieht so aus, als hätte es ihm geschmeckt, oder? Adi? Noch ein? Nicht? Bah. Ich glaube, der Adi hat die Nase voll. Was ist denn? Bleibt dir der Chip im Hals hängen? Jetzt steck doch mal die Pfote rein. Das machst du sonst auch immer. Genau. Los, trau dich. Ja, die hat noch zu kämpfen. Guckt euch das an. Dem ist die Ananas im Hals stecken geblieben, glaube ich. Dann lassen wir es jetzt. Dann kriegt der Adi halt nichts. Der Ramses gönnt sich noch einen. Ist also mega interessant. Ich glaube, das ist auch irgendwie wie so eine kleine Schinkennote noch. Ist vielleicht was ich jetzt nicht jeden Tag essen würde. Was ich aber empfehle, unbedingt mal zu probieren, wer auf besondere Geschmäcker steht. Danke an Bierschanga für dieses kulinarische Erlebnis. Hawaii-Style Kran-Chips von Lorenz. Probier die mal. Passt zur Alola-Jahreszeit, passt zu allem. Und schreibt mir eure Meinung drunter. Wie die euch schmecken, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.